Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Beta Dragon Quest 3, der deutschen Übersetzung von den SNESprojects.de. Wir sind ja das letzte Mal stehen geblieben, mitten in einem komischen Dorf, wo wir noch nicht wissen, wie es heißt, weil ja alle schlafen und uns nicht sagen können, wie denn das Dorf heißt. Das ist blöd. Guten Tag. Schnarch, schnarch. Schlafen immer noch. Ein Mondrautenknolle. Muha! Gut, dass wir immer den Schlüssel geholt haben, den Diebesschlüssel, weil hier können wir nämlich alles aufmachen. Die ganzen roten Türen, die sind ja immer noch normalerweise verschlossen. Ein Lederrock. Das ist ja toll. Item, Pick, Lederrock. Abgeben. Das war's für Red. Ja. Ja, Red möchte das gerne ausrüsten. Oh, Red schick sieht's aus mit Leder an den Beinen. Tja, was machen wir jetzt hier? Gibt's hier überhaupt keinen, der irgendwie wach ist oder so? Oh, hier ist auch noch was. Kleiner Knilch. Opa! Was ist hier? Hier ist gar keiner. Doch! Oh, hier guck mal, der schnell weg hier. Der schläft ja gar nicht. Du hast die Alleingeschläfer, Dr. Robotnik. Oh, ich kenne dich nicht, aber bitte bringe das Traumjuwel zu den Elfen. Wenn sie es nicht wiederbekommen, ist dieses Dorf für immer verloren. Das Elfendorf befindet sich hinter einer Höhle im westlichen Wald. Okay. Oh, ein Roman. Ein Roman. Alters Person, ja, das war mir fast irgendwie klar. Sorglos, weltlich, heiter, Angeber. Angeber? Wieso bin ich Angeber? Ich will kein Angeber sein. Ich will ein Roman sein. Anschauen. Oh ja, Mann. Benutzen. Anschauen, benutzen ist aber beim Buch das gleiche, Leute. Pick überfliegt das Roman. Da wäre das weg. Gelassen besser, also Pick benutzt Roman oder so. Wegen der traurigen Geschichten im Buch laufen Tränen Picks Wangen herunter. Pick ist ein psychisches Wrack und wird weinerlich. Oh Mann. Das war so eine herzzerreißende Geschichte, Mama. Westlich ist rechts, links. Also müsste hier irgendwo so ein Elfenbumsen-Dings sein. Da ist eine Höhle und da ist ein Dingsbums. Und ein Ritter. Ruheloser Ritter. Ach komm, einfach ruf. Immer ruf. Sehr schön. Giftwurm greift an, 4 Punkte Schaden. Oh mein Gott, Mermaid greift an. Red Scorpion greift an. Und sie haben ihn besiegt. Kill Bill, Level Up. Nice. So, was haben wir denn hier Schönes? Guten Tag. Machen wir zwischendurch ein bisschen speichern. Hui, was bist denn du? Oh, guck mal. Hübsch. Dies ist das geheime Dorf der Elfen. Bitte geh. Meine Mutter wird sauer, wenn sie mich mit Menschen sieht. Dann geh du doch. Oh, guck mein Elfenpony. Wie? Ich bin ein Elfenpony. Oh, und ein Elfenopa. Mein Sohn ist schuld, dass das Dorf eingeschläfert wurde. Er ist mit der Elfenprinzessin durchgebrannt. Ich habe versucht, es wieder gut zu machen, aber die Elfen drehen sich noch immer nach mir um. Was soll ich tun? Weglaufen. Ah, ein Mensch, lass mich in Ruhe. Oh, wie sie zittert. Sie, ich nehme an, dass es ein Sie sein soll. Und kein Er. Wie hier, brr. Ich weigere mich, Menschen was zu verkaufen. Verschwinden von hier. Oder ich werde super aggressiv und werde mit meinen elfischen Kräften euch tierisch was vor den Kopf hauen. So. Was könnt ihr nur von uns wollen? Was? Das Dorf Nuanils? Wo hat dann den Namen her? Denn da steht ja auch auf meinem Blatt Nuanil. Zumindest Nuanils. Naja. Das ist eine. Wie nennt sich das? Logischer Fehler. Genau. Ja, das ist unser Werk. Meine Tochter Anne verliebte sich in einen Menschenjungen. Anne, die von Harvest Moon? Sie stahl unseren Schatz, das Traumjuwel, und verschwand damit ohne jede Wiederkehr.
Elfen und Menschen gehören nicht zusammen, aber sie wollte nicht hören. Ich wette, er hat das Traumjuwel gestohlen und sie hat es nicht mehr hierher geschafft. Sie scheint ihre Aktion zu bereuen. Ah, ich kann Menschen nicht ausstehen. Verschwinde. Berühlen. Die haben noch hier Sachen versteckt. Ui, hier können wir drüber durchlaufen. Nett. Nett, 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 nett. So. Wo könnte es nun versteckt sein? Etwa hier in der Nähe? In dieser kleinen Höhle? Schauen wir mal. Ah, guck mal, ein Trüchen. 288 Goldstücke, ne? Da habe ich doch die 50 vorhin gerne geopfert. Oh, oh, Tiger. Und Pilze. Ich müsste vielleicht mal wieder auf langsam schalten, damit man das wieder lesen kann, was da passiert. Ne? Knister, Wildhaar. Angriff, Angriff. Knister, Wildhaar. Ja. Das sieht dann nämlich aus. Wildhund. Aha. Todespilz. Aha. Wildhund A greift an, Wildhund C greift an, na 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 na. Wildhund, Angriff, Angriff, Magie, Knister auf die komischen... Oh, sehr gut. Oh, sehr gut. Oh, sehr gut. Odem, süßes Odem. Immer ruf. Mary schläft, na toll. Mitten im Kampf eingeschlafen, geht doch mal gar nicht hier. Reicht Stufe 11, ist ja auch sehr nice. Oh, ich sehe gerade, ich müsste mal mich selbst heilen. Selbstheilungskräfte aktivieren! Ha, Pick hat sich erholt. Das hat mal wieder funktioniert. Taktik, Gesprächsfluss auf 4, so. Soll ich mal wieder speichern? So, saved. Oh, was bist denn du für einer? Der greift uns hier direkt an, oder was? Wildhund erscheint. Angriff, Angriff, Angriff. Magie, Knister, Angriff. Wildhund B. Wildhund A wird defensiver. Ach, deswegen. Könnten wir bitte jemand anderen angreifen? Wildhund erleidet Schaden, Mama. Cool. Magie knister auf die Todesbüchse. Ja, sehr gut. Ja, sehr gut. Toll. Habe ich das Gefühl, wir haben doch noch nicht genug Level. Aber wir werden es trotzdem schaffen. Wer hier gelacht, wenn nicht. Halt. Magie. Heilung auf sich selbst. Oder erstmal auf Mary. Oder erstmal auf sich selbst heilen. So. So, Kumpel, sprich mit uns. Irgendwo in dieser Höhle ist eine heiße Quelle, die Lebenspunkte wiederherstellt. Aber warum fließt sie an so einem merkwürdigen Ort? Dieser Ort ist voller Trauer. Deswegen ist hier nämlich die Quelle drinne. Aber der versteht das halt nicht. So, gucken. Ah, Trüchen. Prima, du fandest Weihwasser. Was das Weihwasser wohl macht? Keine Ahnung. Oh mein Gott, Angriff! Bumm. Ja, bumm. Ha! Wie viel, Mama? Sehr schön. Lecker nebenbei ein bisschen Schokolade futtern. Ich habe vorhin noch einen Osterhasen gefunden. Oh. Einen Osterhasen gefunden. Von Ostern. Kaum zu glauben. Mann. Ja, Schokohase mit Lecker. Habt ihr das auch schon mal mitgekriegt? Die Dinger, die schmecken besser, wenn deren Saison eigentlich schon vorbei ist. Genauso mit den Schoko-Weihnachtsmännern. Die schmecken im Frühjahr am allerbesten, finde ich. So. Kill Bill haut ja erstmal Meister Fratze in auf den Kopf und schon haben wir hier gewonnen. Ich möchte ja gucken, was noch hier unten so alles rumschwirrt. Oh Mann. Hm.
Schau mal hier rein. Pick, öffne die Truhe. Mit einer Mini-Medaille. Na, das ist doch mal nice, oder was? Kommt das hier schon? Das Wasser trinken? Nee. Da ist nichts, Mama. Angriff, Angriff, Angriff. Angriff, Angriff. So, lecker besiegt. Doch. Mhm. Oh, dann gehen wir halt hier lang. Wenigstens die Mini mit der. Uhohoho. Das ist ja mal nice. Ach, dann. So. Wie komme ich da rüber? Gar nicht, ja? Ne, doch. So, liebe Freunde, wollen wir nochmal gucken, was hier passiert, wenn wir da jetzt drauflaufen. Speichern wir vorher und dann zack. Wow. Geil. Da werden wir mal gucken, wir sind jetzt voll, voll. So, und ich würde sagen, ich mache jetzt hier einen kurzen Break. Und werde jetzt mal eine Runde leveln. Bis gleich. So, und da bin ich auch schon wieder. Es sieht jetzt, so sieht's wieder normal aus. Ich habe gerade ein bisschen rumgespielt gehabt, hier noch mit dem Emulator. Das war ein bisschen toll. Ja, dass man jetzt zum Beispiel Graphics Engine, da sieht man dezente Fehler, oder? Fehler. Dezente Unterschiede. Oder hier Windowing disabled. Cool, auf einmal hat man dann tolle, tolle Sachen. Ja. Ups, deswegen all switches normal, ist wieder cool. So, und zwar zwei Level, jeder aufgelevelt, toll. Weiter geht's. Das wollte ich euch jetzt nicht antun, das war jetzt hier absoluter Langeweile. Dann wollen wir mal gucken, was hier noch so schönes ist, außer irgendwelche Gegner. Ah. So, lecker besiegt. Ich weiß gar nicht, wo ich hier lang muss. Oh, das ist erstmal grundlegend Schnurz. Wir kommen in der Frameskip jetzt hier ziemlich langsam vor. Hm. Oh, weil ich jetzt ja die ganze Zeit gerade mit 30-facher Geschwindigkeit wahrscheinlich durchgegangen bin. 30, das ist viel zu wenig. 130-fach. 330-fach. So. Wo ist denn hier noch lang, Jungs? Nehmen wir an, dass wir hier richtig sind, heißt es. Ist ja nicht so, dass wir hier ständig in die Komplettlösung gucken. Wir hatten uns jetzt bloß erstmal auf den richtigen Pfad gebracht, wo wir jetzt lang müssen. Oh, oh, Pick ist weg, Töd. Töd! Item! Heil Crowd benutzen auf Pick. Yeah. Hat sich erholt, Mama. Ah, cool. Und da drin ist Gold. Sehr nice. Wir sehen uns gleich wieder. Verdammt. Ja, und da bin ich auch schon wieder. Ja, so ist das, wenn man Rufbereitschaft hat, muss man auch zwischendurch mal am Wochenende arbeiten, ne? So ist es halt, ja. So, trotzdem weiß ich nicht, wo ich lang muss. Ah, hier ist eine Truhe, toll. Das jetzt nicht im Boden absuchen, sollst die Truhe benutzen, Mann. Ein TOT-Ticket, ja, da kann man ja nie genug brauchen. Ja, danke für das TOT-Ticket, was weg. Mann, Junge. Oh, noch eins. Und das ist ein Lederkleid, oh. Red, das ist doch wieder was für dich, oder? Oh man. Kill Bill hat es an sich genommen. Little Clyde abgeben an Mary wahrscheinlich. Oh. Hm. Der Eidechsenpanzer und das Lederkleid bleiben gleich. Mit dem Lederkleid siehst du viel hübscher aus. So. Glückssamen. Mary braucht auch ein bisschen mehr Glück. So, was haben wir noch Schönes aufgesammelt zwischendurch? Nichts weiter. Das TNT-Ticket können wir abgeben an den Beutel. Der freut sich darüber, der Beutel, hat er gerade gesagt. So. Die Mini-Medaille können wir auch in den Beutel tun. Und das Weihwasser weiß ich immer noch nicht, was es macht. Deswegen packen wir das auch erstmal in den Beutel. Und abgeben, Lederharnisch. Aber jetzt sieht auch der Beutel drüber. So. Nice. Zwischendurch mal speichern. Zack. Und die Gegner kaputt haben. So. Red, du bist ja auch gleich hinüber. Magie, Pick, Heilung, Red. Sehr gut.
Nein. Oh, jetzt hat er sich selbst geheilt. Oh, ist der blöd. So müsste das nur reichen. Und jetzt gehen wir mal hier runter. Gucken, was hier noch so Schönes ist. Nichts. Eine Truhe. Ein Silberrosali. Mhm, was könnte das denn sein? Silberrosali, Abwehr auf 70 hoch. Wow. Ausrüsten. Ja, sehr gut. Hat er vorher gehabt zur Ausrüstung? Ach nee, das ist ja so ein Accessoire. Geil. Sowas wie ein Ohrring. Und so. Cool, das gefällt mir. Nice. Ich habe vergessen, meine Stoppuhr wieder zu starten. Deswegen werden wir diesen Part wieder ganz gepflegt ein wenig überziehen. Yeah. Wir werden diesen Part ein wenig überziehen. Tralalala. Wahrscheinlich sind wir jetzt schon bei den 15 Minuten angekommen. So. Das war jetzt ein Stückchen Höhle mit Wasser. Toll. Wo kann man denn sonst noch so lang? Oh, mal gucken. Ja, Mensch, die Vampire. Die wollen immer vom Kopf haben, die Vampire. Kennt ihr das? Kennt man doch auch persönlich. Da kommen die Vampire einfach mal so aus dem Schrank gesprungen und sagen: Hau mir eine rein! Hau mir eine rein! Ja, und das macht man dann und dann geben die endlich Ruhe. Oh, noch ein Trüchen. Eine Eisenlanze. Nice. Nee. Abgeben. Beule. Oh ja, da fällt mir was ein. Ja. Heilkraut benutzen. Pick. So. Heilkraut benutzen. Ihn da, ja. Ja, nichts geschieht. Kilbill braucht noch eins. Mary kriegt auch noch eins und dann sind wir jetzt erstmal versorgt. Direkt aus dem Beutel in den Mund hinein. Damit wir hier diese Todespilze wieder kaputt hauen können. Und dann öffnen wir diese Truhe und finden Stärke-Samen. Sehr nice. Item Pick Stärke-Samen benutzen auf sich selbst. Ja, ich bin ein alter Egoist. Stärke-Samen, die fresse ich doch lieber selbst. So. Hat er mal fallen lassen. Warte mal, ich habe ihn. Talk to the Queen. Cave nearby. Walks off. Until the path turns to right, and continue down to the left. Da war ich schon. Leveln, ja, okay. Go left, then upwards. Now take the left and follow the path down. Was? Upwards, okay. Müsste ja das hier sein. Take the left. Du, ja. Ups. So. Und die Stairs runter. Jo, da waren wir ja schon mal. Ich lese vor. Also, jetzt geht's weiter. Continue downstairs, ja. Take a left, bla bla bla. Choice between two stairs, bla 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 bla. Level links, okay, läuft. Now take a left and follow the path down. Take the left and follow the path down. Ach nee. Head left and ignore the stair chase. Okay, das machen wir dann gleich. Nachdem wir hier mal die Gegner gezwungen haben. So, laut meiner Stoppuhr sind es jetzt 14 Minuten, 40 Sekunden, da wir diesen Part schon dezent überzogen haben, würde ich mal sagen. Wir machen jetzt hier einfach mal Schluss. Ich muss mir abgewöhnen, so schnell reden zu wollen. Ja, und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wenn es wieder heißt Let's Beta Dragon Quest 3, der deutschen Übersetzung von den snesprojects.de. Schaut mal gerne am Forum vorbei, die haben immer ein offenes Ohr für Vorschläge und so weiter und so fort. Da findet ihr noch andere wunderschöne Projekte, unter anderem fällt mir dann zum Beispiel Sailor Moon Another Story ein, was ich ja auch schon geletzt Beta habe. Könnt ihr gerne auch mal reinschauen. War auf jeden Fall eine nette Zeit und ich freue mich schon drauf, wenn es wieder heißt Let's Beta Dragon Quest 3, der deutschen Übersetzung von den SNES Projects. Ich wiederhole mich, also wir sehen uns, macht's gut, bis dahin und tschaußen!